Hallo miteinander und herzlich willkommen. Ich möchte heute im Wesentlichen über zwei Dinge sprechen, die ich hier einmal als Symbole dargestellt habe. Das erste Thema handelt von etwas ziemlich buntem, viereckigem. Das zweite dreht sich um einen ganz bestimmten Kreislauf. Wir sind hier im Seminar Kommunikation und Theater. Da stecken zwei Begriffe drin. Einen davon, das Theater, kennen wir alle ziemlich gut. Dort waren wir alle schon einmal. Der andere Begriff ist ein wenig komplexer. Kommunikation. Das kann vieles sein. Von biologischer Kommunikation, die über irgendwelche chemischen Botenstoffe funktioniert, bis hin zur Kommunikation im IT-Bereich, wo sich Computer über Nullen und Einsen unterhalten. Was ich heute zu sagen habe, hat mit der zwischenmenschlichen Kommunikation zu tun. Das heißt, mit dem, was hier im Augenblick zwischen euch und mir passiert. Dabei finde ich persönlich, dass Kommunikation etwas ganz Außergewöhnliches ist. Indem wir kommunizieren, tragen wir unsere Ideen in die Welt hinaus. Dank der Neurologie wissen wir, dass Ideen und Gedanken im Grunde nichts weiter sind als elektrochemische Reaktionen in unserem Gehirn. Das heißt, dass im Prozess der Kommunikation etwas so Abstraktes wie eine Idee, ein Gedanke, auf einmal Realität wird und so in die große, weite Welt da draußen gelangt. Eine Idee alleine ist nun aber noch lange keine Kommunikation. Für die zwischenmenschliche Kommunikation bedeutet das, dass wir auf irgendeinem Wege akustische Signale in unsere Umwelt absondern. Wir blubbern, gurgeln, grunzen oder brummeln also irgendetwas vor uns hin. Der Mensch war im Laufe der Jahrtausende schlau genug, für diese Art der Kommunikation die Sprache zu entwickeln. Sprache ist aber nur ein Code, mit dem wir unsere Ideen und unsere Gedanken verschlüsseln. An wen immer sie gerichtet ist, muss diesen Code auch dekodieren können. Darum verstehen wir die Ureinwohner Südamerikas nicht und umgekehrt. Unsere Kodier- und Dekodierapparate sind einfach nicht kompatibel zueinander. Wir bleiben für heute allerdings bei der zwischenmenschlichen Kommunikation eines Sprachkreises, sodass wir uns verschiedene Aspekte genauer anschauen können. Dazu brauchen wir neben dem Sender erst einmal einen Empfänger. Dann betrachten wir zuerst die eigentliche Nachricht an sich, also das, was hier so bunt durch den Raum schwirrt. Dann blicken wir auf den Verschlüsselungsprozess auf Seiten des Senders und anschließend können wir nachvollziehen, was beim Empfänger und beim Dekodieren der Nachricht so alles passieren kann. Wie später noch deutlich wird, kann bei diesem gesamten Kommunikationsprozess nämlich einiges schieflaufen. Sehen wir uns also die Nachricht an sich einmal an. Nachrichten sind keine einfachen Gebilde, sondern verbergen in sich schon verschiedene Teile. Da sind vier verschiedene Stränge, die jeweils etwas anderes beinhalten. Der blaue Strang beinhaltet die reine Sachinformation. Der rote beinhaltet einen Appell. Der gelbe Strang beinhaltet einen Beziehungshinweis, der in der Nachricht enthalten sein kann, während der grüne etwas über den Sender selbst kundgibt. Dieses Wirrwarr kann man in ein Modell überführen, sodass die Nachricht vier Seiten bekommt, die jeweils andere Schwerpunkte haben. Dieses Modell nennt man das Kommunikationsquadrat und stammt von Friedemann Schulz von Thun. Aber was genau beinhalten diese vier Seiten einer Nachricht nun? Um das zu verstehen, lohnt sich ein Blick auf jede Seite einzeln. Die blaue Seite beinhaltet die reine Sachinformation oder worüber ich informiere. Die rote Seite beinhaltet den Appell oder was ich gern mit dieser Nachricht erreichen möchte. Die gelbe Seite beinhaltet einen Beziehungshinweis, dem ich entnehmen kann, was ich von dir halte oder wie ich zu dir stehe. Und schließlich beinhaltet die grüne Seite, was ich selbst von mir preisgebe. Denn immer wenn ich etwas sage, gibt das Informationen über mich selbst preis. Und sei es nur, dass ich gerade in diesem Augenblick dieses Video hier vertone. Hier noch einmal die vier Seiten des Kommunikationsquadrates in seiner Vollständigkeit zur Übersicht. Wenn jede Nachricht über diese vier Seiten verfügt, kann man sich leicht ausmalen, dass das zu einigen Problemen führen kann. Denn jeder kann sich frei entscheiden, wohin die Reise mit der Nachricht gehen soll. Diese Entscheidung kann sowohl auf der Seite des Senders gefällt werden, als auch auf der Seite des Empfängers. Und das, ohne dass die beiden sich untereinander abstimmen. Man spricht in diesem Zusammenhang auch vom vierschnäbligen Sender oder vom vierohrigen Empfänger, hier durch Kopfhörer symbolisiert. Und eben weil die Abstimmung nicht bei jeder einzelnen aller Nachrichten, die wir jeden Tag tausendfach senden und empfangen, stattfinden kann, verbirgt sich hier ein großes Konfliktpotenzial. Das wird an den folgenden Beispielen sehr deutlich. Zur besseren Übersicht stehen am oberen Bildrand noch einmal die vier möglichen Seiten einer Nachricht mit ihren Farben. Also Beispiel 1. Ich sitze mit meiner Freundin beim Essen und ich habe gekocht.
Es gibt Spaghetti Bolognese und ich habe viele leckere Kräuter in die Soße getan. Da fragt sie mich auf einmal, was ist denn das Grüne in der Soße? Jetzt kann ich als Empfänger mir ungeachtet der Situation aussuchen, welche der vier Seiten ich aus dieser Nachricht heraushören will. Ist das die reine Sachinformation, dass meine Freundin bemerkt hat, dass da etwas Grünes ist? Schön, dass sie mit offenen Augen isst. Ist es vielleicht aber der Appell, dass sie wissen will, was das jetzt genau ist und ich ihr als Koch doch bitte Auskunft geben soll? Möglicherweise schwingt auch der Beziehungshinweis mit, dass ich eben als Koch es schon wissen werde. Zumindest hoffentlich. Oder sagt mir die Frage schlichtweg nur, dass sie mir offenbart, dass sie es nicht weiß. Auf welche Ebene dieser Frage, dieser Nachricht höre ich nun? Welche Botschaft kommt bei mir an? Schwierige Angelegenheit. Zweites Beispiel. Wieder eine Szene mit meiner Freundin und mir. Dieses Mal sitzen wir im Auto und sie fährt. Ich sitze neben ihr und äußere folgenden Satz. Du, da vorne ist grün. Was könnte ich damit nun meinen? Ist es die reine Sachinformation, dass ich die grüne Ampel vor uns gesehen habe? Oder möchte ich damit erreichen, dass sie endlich etwas schneller fährt? Vielleicht spiele ich mit dieser Nachricht auch auf unsere Beziehung an und eröffne meiner Freundin, dass sie ohne meine Hilfe im Straßenverkehr hilflos demselben ausgesetzt wäre. Oder will ich damit nur mitteilen, dass ich es eilig habe und mich darüber freue, dass wir nicht schon wieder ewig warten müssen? Die Beispiele lassen sich jeweils auch aus der anderen Perspektive, also entweder des Senders oder des Empfängers, betrachten. Deutlich wird anhand des Kommunikationsquadrates auch, dass es einen Unterschied zwischen einer Nachricht und einer Botschaft gibt. Die Nachricht ist zunächst nur das, was ich sage. Die Botschaft ist aber das, was ich damit meine. Für welchen dieser vier Kanäle wir uns im Alltag meist völlig un- oder zumindest unterbewusst entscheiden, hängt von vielen Dingen ab. In jedem Fall spielt der Kontext eine große Rolle. Also bestimmt oft die Situation, was ich mit dem Gesagten meine. Aber auch mein Tonfall kann Auskunft darüber geben, ob ich eher eine reine Sachinformation mitteile, wie bei Nachrichtensprechern, oder ob ich eine ganz bestimmte Absicht hege, wie es die Werbung tut. Als Empfänger kommt oft noch hinzu, dass die Sozialisation eine verstärkte Rolle einnimmt. Ohne zu sehr polarisieren zu wollen, scheint es mir so, dass Frauen oft und stark auf dem Appell- und Beziehungsohr hören. So können Nachrichten, die unter Umständen nur Sachinformationen beinhalten, vollkommen überinterpretiert werden. Das Kommunikationsquadrat kann helfen, Missverständnisse aus der Welt zu schaffen. Dazu bedarf es allerdings einer sehr sorgfältigen Analyse der Nachrichten unter Einbezug aller möglichen Einflussfaktoren. Leider ist das im Alltag nicht für jede Nachricht machbar. Wer viel mit Menschen zu tun hat und das nötige Maß an Empathie mitbringt, entwickelt nach und nach ein sehr gesundes Bauchgefühl für die vier Seiten einer Nachricht. Kommen wir nun zum zweiten Punkt, dem Kreislauf. Dieser hat, wie könnte es auch anders sein, mit zwischenmenschlicher Kommunikation zu tun. Wir brauchen also eine Person 1, die irgendein Gefühl, einen Gedanken, eine sogenannte Innerung hat. Dieses Gefühl drückt sich in einer Handlung oder einer Äußerung aus, die bei Person 2 wiederum eine Innerung herbeiführt. Soweit so gut, wir haben also eine Aktion und eine Reaktion. Die Sache funktioniert dann auch auf dem Rückweg, wobei keine der beiden Äußerungen zwingend verbal sein muss, aber auf jeden Fall die vier Seiten einer Nachricht enthält. An einem Beispiel. Person 1 fühlt sich in irgendeiner Weise gut und beschließt daher, den Abend auswärts mit ein paar Kumpel und ein paar Bier zu genießen. Person 1 kommt tief in der Nacht wieder nach Hause. Das findet seine Partnerin, Person 2, nicht besonders gut. Sie meckert an Person 1 herum, was Person 1 wiederum gehörig auf den Geist geht. Deswegen macht sich Person 1 gleich am nächsten Tag wieder mit ein paar Bier auf den Weg. Und so dreht sich das Ganze immer weiter im Kreis. 1 geht also aus dem Haus, weil 2 meckert, und 2 meckert, weil 1 ständig weg ist. Diesen Kreislauf nennen wir Teufelskreis. Und ich bin mir sicher, dass jeder von uns sich vorstellen kann, dass ein Teufelskreis keine schöne Sache ist. Denn wenn er erst einmal in Gang gesetzt ist, ist es schwierig, daraus zu entkommen. Man kann einen solchen Teufelskreis allerdings brechen. Man braucht dazu nur über die vier Seiten einer Nachricht Bescheid zu wissen und Metakommunikation zu betreiben. Das heißt, einen Schritt zurückgehen, die Situation mit etwas Distanz betrachten und die Kommunikation zwischen den Teilnehmern thematisieren. Also über die Kommunikation kommunizieren. Denkt an das Kommunikationsquadrat, wenn ihr das nächste Mal den Eindruck habt, ein Missverständnis liegt vor.